Let's Play The Walking Dead Folge Nummer 5 bei Kein Plan Gaming. Wir sind immer noch in der Apotheke, im Kiosk, im was auch immer. Und haben uns jetzt mal umgeschaut, haben mit allen gesprochen und wollen jetzt mal gucken, was hinter der Tür ist, wo drauf steht Alive Inside. Was ja offenbar nicht mehr so ganz richtig ist. Oh. Oh no. Oh nee. Das sieht übel aus. Warum kommt Clementine mit? Ich glaube, sie spürt, dass etwas nicht stimmt mit ihr. I can't think about them in here. Oh man. This door leads to the back alley. Das ist ein First Aid Kit. First Aid Kit. Können wir es auch nehmen? Ja. Luckily, there's nothing I need in here. Eine Matratze. There's a photo over there. Ah, das können wir jetzt nehmen. Für Duck. Als Beweis. Da ist er auch drauf. Ja. Und sein Bruder. Was schon übel. Ich wusste, dass er das macht. Find anything? It's a photo of the family who owned this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? What's it to you? To me? I'm not the one with the felony record. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Vielleicht einfach das erste, sonst ja. Keine Feinde machen. Don't worry about it. Oh, wir sind so gut. Können wir das Foto nochmal aufheben und ihm fallen lassen, oder? Ich glaube, wir haben es nicht fallen lassen. Hat das nicht, dass ich sein eigenes hat er. Achso. Fans came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector, at least. Ist da noch was anderes? Sie hat das doch gehört, oder? Ja, vielleicht sollten wir mit dir reden. How you doing? Okay. Sprechblase muss sein. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for them. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Ist im hinteren Bereich von dem Raum I'm noch irgendwas? Keep looking around. Okay. Clear a path to opening that door. Move. What's that? This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it.
This Kane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. War da sonst noch irgendwas? Ja, jetzt können wir hier. We gotta clear this door for when we find the keys. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Things have been scary, huh? Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Neither do I, Clementine. Nobody does, I don't think. I bet my dad does. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Nee, lass uns ruhig mal über das Neues erst. Du musst eine Bindung aufbauen. Ja. My mom is a doctor and my dad is an engineer. Nicht schlecht. Those are good jobs. What's your job? Gesundheit. I teach history and writing and things like that. Like, social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Vielleicht das Untere. Ja. Ja. I wouldn't blame them. Why? Did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I'm not a bad guy, okay? Oh God, that's happening. We didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Vielleicht hätten wir ihr sagen sollen, dass wir jemanden getötet haben. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Vielleicht lieber später. I'll find you a bandage. Die hätte bestimmt gesagt, die wäre bestimmt auf unserer Seite gewesen. Hätte gefragt, warum er das gemacht hat, und hätte das erklärt und dann wäre alles gut gewesen. Toll, wir haben uns wieder falsch entschieden. Also langsam könnte es auch ein bisschen weitergehen, ne? Das zieht sich so. Let's have a look at that finger. Oh, ich finde es voll spannend. Oh. It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Da passiert was ganz Schreckliches mit der, glaube ich. Yeah. Wenn das jetzt what schon if so my aufmacht. Parents come home and I'm not there? Das obere. Ja. They'll track us down. Don't worry. Yeah. Okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? So, können wir da jetzt reingehen, oder? It's the remote to my dad's TV. Sonst machen wir am besten eine Pause. Oder müssen wir schauen. Ich glaube, ein bisschen können wir noch weitermachen. How's your friend? It's okay. Thanks for fixing it.
I'm gonna keep looking around. Okay. Gut. Da oben ist noch ein Lüftungsschacht. Ach, TV! Wir haben nee, achso, TV, ich dachte, das ist ein Lüftungsschacht. That's what I figured. Ich sollte ein bisschen lesen, was da unten steht. Ich guck da mal gar nicht hin. Guck mal, die Sachen, die ich da habe, ne? Wie ja. Kann ich damit eigentlich irgendwie ich glaub, was machen? Ich glaube, du kannst sie gar nicht anwählen. Das ist so, wenn es gebraucht wird, benutzt er es automatisch. Aber ansonsten... Okay. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Okay. Aber es ist noch verschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt zu Duck gehen, ihm das Foto zeigen. Ja, ja. Und dann müssen wir irgendwie... Genau. Irgendwie müssen wir dann... Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Vielleicht das obere. Du wolltest das ja so, ne? He wasn't. Oh. Was he bad? He was. Das wollte ich so. War so. Ganz gut, ne? Ja, ich glaube auch. Dann gehen wir jetzt am besten gleich zu Duck. Ne, ich versuch das, ne? Übrigens, ich weiß nicht, wo der ist. Ich kann mir sowas ja nicht merken. Aber das ist auch ein ganz komischer Auge. Ich weiß nicht, dadurch, dass vielleicht die Kamera jetzt... nicht so bewegen kann, das ist auch ganz schwierig, sich zu orientieren, finde ich. Haben wir jetzt vielleicht Batterien aus der Fernbedienung? Ich glaube, da ist noch eine Batterie oben, die uns angezeigt wird, oder? Versuch's mal. I'm still looking for batteries for that thing. Aber in der Fernbedienung sind da welche. Ach, egal. Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Okay. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Das ist echt so eine richtige Geschichte, die man hier spielt, ne? Ja. Aber jetzt gehen wir als erstes immer noch zu Duck, oder? Ja, wo ist der denn nochmal? Links. Weiter links. Take energy bar. Oh Mann, jetzt lass dich nicht immer von anderen Sachen ablenken. Wir wollen schon die ganze Zeit zu Duck. Alter, Nahrung ist immer wichtig, ey. Links, hast du gehört. Der bleibt immer so lustig stehen. So, da vorne ist Duck. Zu dem wollen wir jetzt hingehen. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja. Let's have a look around. Okay. Ich hoffe echt, dass wir das Foto jetzt auch noch da... Ja, doch, haben wir es mit dem gezeigt. Und jetzt zeigen wir ihm das Foto und... Nein, zurück. I found this remote in the office. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Also müssen die jetzt nicht eigentlich... Achso, okay. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Dann sind die abgelenkt und wir könnten da hinlaufen. Aber dass sich alle Codes merken kann, ist schon krass. Ja. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ih, da kommt die Zunge raus. Das ist wieder eine Zombie in Day of the Dead, ganz am Anfang. Ja. Das ist auch. But not enough. Also wir brauchen jetzt irgendwie erstmal. Also zeig ihm jetzt mal. Wie zeige ich ihm das denn? Ah nee,
Game of Exit? Sollen wir das nicht probieren? Ja, okay. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore's safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and it locks up well. Jetzt geh nochmal auf den Typen da vorne, der eingeklemmt ist. Ja. Und das Foto jetzt auswählen, genau. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. So, und jetzt versuchen wir mal das Tor. It wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Versuchen wir mal das Tor ein bisschen aufzumachen. Distract them and buy you some time. Aber wir müssten gleich in diesen Ziegelstein rankommen. Doc, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Scheiße. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Versuch jetzt mal den Ziegelstein zu nehmen. I can't reach that brick. Kann man das Tor vielleicht ein bisschen aufdrücken, wenigstens? Was ist das mit der Fernbedienung? Open Sesame. That won't work. I was kidding. Universal, but not that young. Versuch nochmal die Hand. Ging grad nicht. I've gotta knock that lock off of there. Imagine going out the back door and around is out of the question. If we're gonna help Larry, we need to get this lock off of there. Wie kriegen wir das denn? A few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. Haben wir denn irgendwie... Was ist das denn das Menü? Haben wir das Foto und was ist da drüber? Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung im Menü? Did you guys try to get in there and get weapons? Ach, sorry. Kannst du es wegdrücken? Yeah, nee. Kann ich nicht überspringen. Oh, Alter! Most of who you see wandering around out there. Scheiße. Ja, Markus, ich weiß nicht. Enter Drugstore. Let's head back inside. Okay. Haben wir irgendwas für ihn nicht aufgenommen? Müssen wir vielleicht hier den... Hier, wir können doch bestimmt diesen Gehstock nehmen. Ja. Und dann mit den Ziegelsteinen dann so ranholen. Ja, ne? Das ist doch mal die Idee. Jetzt lass dich nicht wieder ablenken. Geh oh Mann, zu diesem Gehstock. Aber da waren wir noch. Wir haben die noch nicht examined. Die Tür ist da hinten. Und wo denn? Ist so schlimm mit dir. Mann, wir spielen nie wieder was in 3D. Nee. So, und jetzt davon müsste jetzt irgendwo noch der Stock sein. Da. That's the door to the pharmacy. Ja. We should be able to find pills for Larry in there. Hand. Das ist aber gilt für die Tür. Versuch trotzdem. Keys are on that zombie out on the street. Oh Mann, ey. Warum kann er nicht auch einfach seine Hand durch dieses Gitter? Ja, es ist voll blöd, ey. Sie kann das. Ist hier irgendwas anderes, was wir nehmen können? Nimm immer die Hand. Da unten. Kannst du da irgendwas nehmen? Luckily, there's nothing I need in here. Oh, das nervt mich immer. Markus, das sind Adventure. Man muss überlegen, was können wir machen? Was haben wir noch nicht gemacht? Irgendwas haben wir noch nicht genommen. Genau, wir haben nämlich zum Beispiel auch noch nicht mit dem hässlichen, dicken Mann da gesprochen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ach, I'm gonna keep looking around. Okay. Ich würde sagen, wir machen kurz nochmal eine Pause, weil die Folge schon wieder rum ist. Und dann hoffen wir einfach mal, dass in der nächsten Folge... dass wir da große Fortschritte machen. Bis dann, ciao. Ciao.